Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr bessere FPS auf der Nintendo Switch bekommt. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So Leute, auf der Switch angelangt, zeige ich euch erstmal die ersten Settings, die man in der Konsole selbst macht, und danach gehen wir in Fortnite rein und dann zeige ich euch da die richtigen Einstellungen, damit ihr konstantere FPS habt. Und ja, fangen wir mal an. Zunächst einmal gehen wir bei Systemeinstellungen rein. So, dann gehen wir runter. Und machen hier, Sekunde, ich mache mal meine Kamera nach unten, damit ihr auch alles sehen könnt. So. Also ihr müsst komplett nach unten scrollen bei TV-Wiedergabe, also Fernsehwiedergabe. Dann machen wir TV-Bildschirmauflösung auf 1080p. Das ist jetzt bei mir drinne. Aber wenn ihr sagt, okay, mir ist es egal, mir ist die Grafik nicht so krass wichtig, um dass es auf 1080p ist, dann könnt ihr das im Prinzip auch auf 720p machen. Dann habt ihr noch bessere, konstantere FPS auf der Konsole. Aber da ich YouTube-Videos mache, macht es für mich keinen Sinn, auf 720p zu spielen, beziehungsweise Videos aufzunehmen. Dementsprechend mache ich das wieder zurück auf 1080p, und im Prinzip bei RGB-Spektrum machen wir auf volles Spektrum, damit die ganzen Farben bzw. die Konturen besser geladen werden, das ganze Spektrum besser aussieht, und deshalb habe ich hier volles Spektrum reingemacht. So, im Prinzip war es das auch schon hier. Das heißt, wir gehen jetzt direkt in Fortnite rein. Nach dem Update. So Leute, in Fortnite angelangt, klicken wir jetzt einfach auf das Plus und scrollen komplett nach unten, da wo ich bin, einfach auf das Zahnrad, also das dritte von unten. Dann machen wir mit der Pfeiltaste nach rechts auf die Einstellungen und klicken A. Und schon sind wir bei den Grafikoptionen. Es gibt einmal normale Grafikoption und fortgeschrittene Grafikoption. Darauf gehen wir später ein. So, ich habe meistens die Helligkeit auf 100, also ganz normal. Und ja, dann habe ich meistens Modus für Farbenblinde. Also ich bin nicht farbenblind, nein. Aber ich finde das Aussehen viel schöner in Fortnite als normaler Standardmodus. Und Stärke der Farbenblindheit habe ich auf 10. So, Bildfrequenz habe ich auf aus. Stromsparmodus, ganz wichtig, auch ausschalten. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit von der Switch beeinträchtigt, und dann könnt ihr nicht das Maximum an Performance erreichen. Dementsprechend macht ihr Stromsparbonus aus und Performance-Modus macht ihr an. Da habt ihr den Vorteil, dass alles viel besser geladen wird. Und ja, da habe ich gute Erfahrung mitgesammelt und deswegen habe ich das jetzt drin. So, als nächstes, was ihr noch machen könnt, wäre hier, ihr geht bei Benutzeroberfläche im Spiel, geht ihr bei HUD-Größe, also HUD-Größe, also das ist meistens auf Standard bei 100, ihr geht runter auf Größe 70%. Damit das nicht so viel Leistung zieht, damit das nicht so viel Leistung zieht, ganz einfach auf 70. Ansonsten könnt ihr noch Anzahl der Beobachter ausschalten. So, und ja, Ressourcen und Spielkondition an, und Minikarte könnt ihr im Prinzip auch ausschalten, wenn ihr das nicht braucht. Das zählt auch nämlich Performance. Und ja, ansonsten lasse ich meistens alles.
drinne. Und ja, das wären so die Tipps und Tricks, die ich euch mitgeben könnte, damit ihr bessere bzw. stabilere FPS auf der Nintendo Switch habt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr weitere Tipps und Tricks für die Nintendo Switch braucht. Da machen wir das dann auch in einem separaten Video. Und wir sind kurz vor den 1400 Abonnenten. Das heißt, es wäre cool, wenn ihr da einen kostenlosen Follow oder ein Abonnement, das heißt, ihr habt Abonnement auf YouTube, lasst ein Abo da. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.